Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Until Dawn. Ja, und in der letzten Episode haben wir ja fast hier es geschafft, mit dem Mike die Jessie zu verführen. Oder Jessica, Jess halt. Sie hat sich auch schon ein bisschen entblättert, aber jetzt ist da irgendwas vor der Tür und wir sollen mal nachsehen. Und eigentlich will ich da gar nicht nachsehen. Aber ich befürchte, dass wir nachsehen müssen, deshalb vielleicht kriegen wir hatten ja diese Totems da gefunden und da meine ich, hätte Jessica nur noch hier BH und sowas an. Vielleicht kriegen wir ja die Chance, noch ein bisschen weiter zu machen. Wenn wir jetzt hier heldenmutig mal gucken. Wenn ich die Knarre vielleicht mitnehme. Ja, schade. Hallo. Ich kann auch gar nicht, ich kann nirgendwo nachgucken. Ich höre Musik. Rein. Oh. Ohne Scheiß, das ist das Handy, was die Jessica verloren hat. Da hat jemand Musik angemacht. Ein Monster, das Musik anmacht. Dein Telefon! Okay, sie kann wieder atmen, das hat Vorteile. Was? Wieso denn mein Telefon? Keine Ahnung, es kam halt durchs Fenster. Oh, verfluchte Scheiße! Verdammt, Mann! Was? Sei doch froh! Diese verdammten Arschlöcher sind uns bestimmt gefolgt, um uns zu erschrecken, wenn wir gerade zur Sache kommen wollten. Oh. Das ist wirklich... Hey! Ja, Penner! Ich meine euch! Ich weiß, dass ihr da seid! Was für eine Scheiße soll das sein? Gönnt ihr uns den Spaß so wenig? Tja, ratet mal! Euer Pech! Ihr verderbt uns den Spaß nämlich nicht, weil Michael und ich nämlich gleich ficken! Genau! Wir haben jetzt gleich Sex und der wird echt heiß! Also genießt es, denn wir werden das ganz sicher tun! Oh. Okay, das würde ich auch gerne mal machen. Einfach in der Wartehütte in Gewalt umschreien, dass ich gleich ficken werde. Nett. Heilige. Glaubst du wirklich, die Mädels haben mit uns kommuniziert? Keine Ahnung. Gott. Ich weiß nicht, ob ich mir das überhaupt wünsche oder nicht. Wir sollten das rausfinden. Alter, das Spiel macht mich fertig. Das macht mich wirklich, wirklich fertig. Josh sagt wirklich, er okay. Ja, ich meine, wir sind wieder, wer sind wir denn? Ah, wir sind Ashley, okay. Ich meine, deshalb sind wir doch hier. Ja, wie kann man eigentlich in so Hosen herumlaufen, wo Winter ist, draußen Schnee und so? Ist das nicht ein bisschen kalt? So, jetzt habe ich nicht mitgekriegt, was die beiden jetzt wollten. Ach so, die wollten den Josh vielleicht wiederfinden? Ach ja, das war ja die Geschichte mit diesem Hexenbrett. Dass angeblich die Bess zu ihnen gesprochen hat. Ach ja, und wir sollten in der Bibliothek nachschauen. Wo ist denn die Bibliothek? Herein? Oh, Chris! Oh mein Gott! Alles okay? Ich glaube schon. Da! Was? Da war etwas hinter den Büchern. Was ist das? Ist das ein Knopf? Wozu sollte da ein Knopf sein? Sehr gute Frage. Soll ich draufdrücken? Dazu sind Knöpfe da, schätze ich. Ich
Ich gucke nur gerade, wie hoch mein Blutdruck ist, weil. Alter! Ah. Gott, nee. Okay, wir gucken hier nach. Alles easy, alles locker, alles busy. So, draufdrücken, nichts passiert, alles gut. Natürlich ein Geheimgang. Geht auf. Alles toll. Explodiert. Sind wir hier in einem Film oder sowas? Falls ja, hoffe ich auf eine Komödie. Typisch für die Washington, sogar mit Geheimgängen im Haus. Vielleicht wussten sie nichts davon, das Haus ist super alt. Und sollen wir reingehen? Ja, geh vor. Du gehst. Vielen Dank. Klar, so. Ah, jetzt bin ich wieder Chris. Schön. Ich gehe da nicht rein, wir gehen wieder raus. Komm. Komm, wir gehen hier wieder ins Zimmer und, wir gehen nicht in das Zimmer. Alter, ernsthaft jetzt? Ernsthaft jetzt? Ich kann in einen beschissenen fucking dunklen Gang gehen? Oder ich gehe hier irgendwie, wo eine Tür aufgegangen ist, hin. Wollt ihr mich verarschen? Oh, schönes Bild. Oh. Was war das? Das war nur eine Tür, Schatz. Alles gut. Komm, wir gehen da rein. Komm, wir gucken mal. Hi. Hi. Da blinkt was. Das war wirklich bizarr. Ja, wem sagst du das? Warum gibt es einen ganzen Geheimraum da drin mit Knopf und beweglicher Wand, wenn der dann leer ist? Was? Wie, wenn er leer ist? Hä? Müssen wir doch erst in den Raum rein? Wir gehen mal schön zurück, ja, so. Ist das jetzt nur eine Kamera? Wo, eine Kamera? Weiß sie das? Okay, wir gucken doch erst hier rein. Okay. Okay, Hinweis entdeckt. Wow. Was? Wow, was ist das? Ich werde sie holen und wie Schweine ausbluten lassen und ihnen die weiche, weiße Haut abziehen. 16 beschissene Jahre. 16 Jahre habe ich auf die beiden süßen Hannah und Beth gewartet. Woo. What the fuck? Heilige Scheiße. Beschützend, hier ist nichts. Ehrlich, schau dir das an. Mache ich ihr jetzt Angst? Oder bin ich ehrlich? Ich meine, bin ich ehrlich. Ich bin ehrlich, komm, soll sich das angucken. Ich bin ja bei ihr. Hey Ash, ich will nicht, dass du durchdrehst, aber sieh mal hier. Was? Chris, was ist das? Ich glaube, der Beweis, den uns das Hexenbrett zeigen wollte. Der Hinweis? Ja, es ist ein Brief. Lass mich sehen. Es ist eine Drohung. Chris, das ist kein Spaß. Wir müssen zu Josh. Jetzt gleich. Ja, ich gucke jetzt hier nochmal. Mehr ist hier nicht. Wieso ist denn das so ein komisches Bild hier? Wird das gefilmt? Sieht doch so aus, als ob das irgendwie ein Ding von einer Überwachungskamera wäre, ne? Glaubst du, es war wirklich jemand hinter Hannah und Beth her? Wenn ja, okay, ist hier noch dann irgendwas? Wäre das wirklich beschissen. Also irgendeiner steht hier immer im Weg rum. So, hier ist auch nichts. Du musst mir jetzt nicht in jede Ecke folgen, Mädel. Alles gut. War da noch was? Nee. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir doch jetzt hier lang. Ich dachte, das wäre ein Gang gewesen, deshalb bin ich erst hier. Ja. Hier hängen voll die vielen Bilder von so Indianern und Ureinwohnern. Und hier haben wir noch einen Zettel. Schauen wir uns das mal an, was das ist. Ah, okay, wieder irgendwas Schönes zum Lesen.
Sehr schön. So. Jetzt würde ich gerne... sie einfach ins Bild geploppt. Die Tür aufmachen. Und in einen wunderschönen, dunklen Gang gehen. Natürlich. Die ploppt immer so ins Bild rein, die Perle. Hier ist eine Tür. Da kommen wir nach draußen, glaube ich. Ne? Kommen wir nach draußen, oder? Wir wollen ja den Josh finden. Geht's hier? Wo geht's hier hin? Also, Scheiße, jetzt habe ich irgendwas getriggert. Ich habe über was nachgedacht, was Sam und ich gesehen haben. Was? Da war so ein Steckbrief. Wie in den alten Westernfilmen, weißt du? Und? Und Sam war überzeugt, dass ihr irgendjemand gefolgt ist. Also, willst du sagen, hier ist ein Verbrecher auf dem Berg bei uns? Da war eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter und sie war von diesem Sergeant. Und er sagte, so ein Kerl wäre aus dem Gefängnis gekommen. Und er könne nichts machen. Was meinst du? Es hat geklungen wie eine Warnung. Na, da war der Kerl, von dem ich erzählt habe. Warte. Welcher Kerl? Der die Washingtons bedroht hat. Er hat gesagt, er will Rache üben, indem er das ganze Haus abfackelt. Und da war der irre Psychobrief. Chris, wenn das deine Art ist, mich aufzumuntern, bist du gefeuert. Hörst du das? Es war Josh! Das kam aus der Küche. Josh! Josh! Wir kommen! Halt durch! Ashley! Ash, was ist los? Lass mich rein! Ashley! Alles klar? Wir haben gut Zeit, dass ich sagen kann, wir haben doch so ein Totem gefunden, wo die Ashley von einem Clown da überrascht wurde, ne? Ich werde... Ich hätte mich jetzt gern noch mal weiter umgesehen. Ash? Ash! Hey! Den meinte ich. Ja, meinte ich. Clown und so. Okay. Von wegen Geist. Ich wollte letztens schon einmal bemerkt haben, dass sich das Zimmer bei dem doch verändert hat. Der Typ ist gar nicht real. Oder? Hm. Ich zeige dir jetzt ein paar Bilder von Menschen, die du ganz gut kennst und magst. Aber möglicherweise magst du sie nicht so gern, wie du vorgibst. Ich gebe gar nicht vor, dass ich irgendjemand von denen so, mag. Das ist eine Übung in Ehrlichkeit. Sag mir, welche Person du jeweils am meisten magst. Lass dir Zeit. Die Antworten sind von Bedeutung. So. Zeig mal her. Am meisten mag ich die Sam. Die mag ich wirklich. Die finde ich nett. Die ist mir sympathisch. So, da mag ich überhaupt keinen von. Also die Emily geht gar nicht. Und der Matt. Ja, dann schon eher Matt. Dann schon eher Matt, würde ich sagen. Aber Emily, boah, Kotzwürg. So, da würde ich sagen, ja, ich sag mal, die sind beide okay. Ich finde die Ashley doch, die ist noch, ich glaube, das ist so eine Liebe schon irgendwo. Bisschen naiv auch, aber ja, und der Chris? Keine Ahnung, den kann ich überhaupt nicht einschätzen. Na komm, dann nehmen wir mal die Ashley. Ich nehme keinen. Ich finde den Mike absolut ekelhaft.
und die Jessica, da könnte ich nur noch würgen. Komm, Frauensolidarität, Jessica. Ich hoffe, was entscheiden wir hier gerade? Wieso grinst der so? Wieso hat der gegrinst? Okay, Josh oder Emily? Nee, Emily immer noch nicht. Und den Josh, mit dem kann ich irgendwie nicht so viel anfangen, ehrlich gesagt. Der hat so ein paar blöde Sprüche drauf und... Ja, ich weiß auch nicht, was das Ganze soll, dass er die da alle einlädt. Und hier Todestag der Schwestern und irgendwie, weiß ich nicht, kann ich den ganz schlecht einschätzen. Aber die Emily geht gar nicht, also nehmen wir doch lieber den Josh. Ja, da definitiv Chris anstatt Mike. Sag mir, bei diesem Spiel, das du so beflissen verfolgst, wen kannst du da am wenigsten leiden? Dich. Dich finde ich sehr unsympathisch. Ich mag beide nicht. Aber Emily noch am wenigsten, glaube ich. Ein bisschen biestig für dich, nicht wahr? Oft wird mangelndes Selbstvertrauen überspielt mit einem Übermaß davon. Denk drüber nach. Klingt das nicht ein bisschen nach dir? Was? Ich sehe gerade, die Zeit ist auch schon um. Wir sehen uns bald wieder. Durften wir jetzt nur einen wählen? Was habe ich jetzt gemacht? Festhalten! Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Offenbar warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts in Blackwood Pines und behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. S. I. S. T. Schwester? Frag, wessen Schwester? Josh, das ist bestimmt... Welche Schwester ist es denn? Ah! Lauf! Ah! Oh mein Gott! Ash! Hey! Komm her. Vielleicht habe ich ja auch ein Händchen für dich. Riskieren oder Weg folgen. Wir machen mal Abkürzung. Oh, bitte!
mal balancieren. Balancieren. Komm, ist sicherer, oder? Komm, weiter, 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 weiter. Alles gut. So. Hat Zeit gekostet. Schneller machen. Oh, shit. Oh. Okay, meine Lieben, ich drücke jetzt hier extra mal auf Pause, aber ich musste mal kurz auf die Uhr schauen und ich weiß nicht, wie lange das jetzt hier noch geht, dass wir da hinterher rennen und ich möchte jetzt nicht den Zeitdruck auch noch von der Aufnahme haben. Dementsprechend tut es mir leid, aber wir werden die Jessica in der nächsten Folge natürlich weitersuchen und ich hoffe, durch die kleinen Patzer, die ich gemacht habe, habe ich das nicht total versaut. Ja. Aber bis dahin wünsche ich euch trotzdem einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen schönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt Spaß, egal was ihr macht. Und gebt noch einen Daumen nach oben oder lasst einen Kommentar da und oder wie auch immer. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Also macht's gut. Tschüss.